Herzlich willkommen im Sozialpsychiatrischen Zentrum von Regenbogen. Das Sozialpsychiatrische Zentrum ist ein Zusammenschluss von Angeboten, die ganz unterschiedlich sind. Bei uns im Regenbogen fassen wir im Sozialpsychiatrischen Zentrum Angebote vom betreuten Wohnen dazu, Tagesstruktur, wir haben eine ergotherapeutische Praxis, wir haben Soziotherapie und ambulant-psychiatrische Pflege. All das ist das Sozialpsychiatrische Zentrum. Und dazu gehört als Fundament des Sozialpsychiatrischen Zentrums der Kontakt- und Beratungsbereich. Der Kontakt- und Beratungsbereich ist sozusagen das Fundament dieses Sozialpsychiatrischen Zentrums. Hier kann jeder hinkommen und Beratung bekommen, Informationsgespräche bekommen oder auch Kontakt bekommen. Also jeder, der nicht weiß, wo könnte ich denn die richtige Hilfe bekommen oder welches ist überhaupt die richtige Hilfe für mich, ist hier sehr herzlich willkommen. Die Anfragen sind ganz unterschiedlich. Es können Anfragen zu bestimmten Krankheitsbildern sein, zu Schwierigkeiten mit Ämtern und Behörden, zu Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen und so weiter. Die Palette der Anfragen ist sehr groß und breit gefächert. Es ist so, dass der Kontakt- und Beratungsbereich auch ein, eben wie das Wort schon sagt, ein Kontaktbereich ist. Das heißt, hier treffen sich Menschen, die miteinander ins Gespräch kommen möchten, die nicht zu Hause allein sein möchten, die einen Anlaufpunkt am Tag suchen. Wir haben hier im Kontakt- und Beratungsbereich unterschiedliche Professionen. Hier arbeiten verschiedene Mitarbeitende. Wir haben sowohl Fachpersonal, die ausgebildet sind. Wir haben Studierende, die im Rahmen ihres dualen Studiums ihren praktischen Teil hier bei uns durchführen. Und wir haben auch ehrenamtliche Mitarbeitende. Das sind Menschen mit eigener Psychiatrieerfahrung, die hier als Besuchende hingekommen sind und im Laufe der Zeit gesagt haben, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen und bin bereit, hier ehrenamtlich tätig zu sein. Darüber hinaus haben wir auch Selbsthilfecoaches eingestellt. Das sind Personen, die eigene Psychiatrieerfahrung haben und eine pädagogische Ausbildung, die Menschen beraten können, eben aus ihrem eigenen persönlichen Hintergrund heraus und somit eine Beratung auf Augenhöhe mit einem gleichen Erfahrungshintergrund anbieten können. Ein weiterer Teil unseres Angebotes ist ein gemeinsames Essen hier. Die Besuchenden kochen zum Teil unter Anleitung eine Mahlzeit, die dann zum Selbstkostenpreis an alle die Personen ausgegeben werden kann, die auch mitessen möchten. Für viele Menschen ist das tatsächlich die Möglichkeit, nicht alleine zu essen, sondern in Gemeinschaft Essen zu erleben, Gemeinschaft zu erleben, soziales Miteinander zu teilen.